Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir als erstes ein Abo dalassen würdet. Das ist vollkommen kostenlos. Vielleicht magt ihr mir noch was in die Kommentare schreiben. Vielleicht magt ihr auch in meine anderen Videos reinschauen. So, ich habe wieder einiges aufgebraucht. Hält sich trotzdem für mich gesagt in Grenzen. Ich hatte schon zwei Körbe gehabt. Und wir gucken jetzt mal, was ich alles so aufgebraucht habe. Als erstes habe ich hier Happiness von Ritual, ein Duschmus. Ich nehme das meistens immer so zum Rasieren für die Beine. Ja, ist vielleicht zu schade, aber trotzdem, das ist echt toll und das ist ein richtig mega geiler Duft. Der riecht so mystisch, angenehm, spannend, also wer es noch nicht hat, könnte es echt probieren. Es wäre für mich auch ein Nachkaufprodukt. Also wenn ich keine Kosmetik hätte, würde ich mir diesen auf jeden Fall nachkaufen. Das ist wirklich so eine kleine Art von Luxus. Diese war in irgendeiner Beautybox, war der mit drin gewesen. So, dann ist endlich mal leer gegangen. Yeah, 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 nach x Jahren. Einmal eine Sonnencreme. Lichtschutzfaktor 30, Kids. Die habe ich wirklich schon lange. Ja, ich nehme anfangs immer die 50er, wenn ich Sonnenbaden gehe im Urlaub. Und dann, wenn man schon ein bisschen gebräunt ist, nehme ich dann die 30. Das mit den Sprüher, das macht sich eben echt gut. Und jetzt ist es endlich leer gegangen. Wäre für mich auch ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich hier eine Abrisslotion von San Ozon. Von Rossmann mit Aloe Vera. Also das kühlt leicht nach. Es ist allerdings sehr schlierig. Ja, muss man sagen, schlierig. Aber es zieht einigermaßen gut ein und würde ich wieder kaufen. Vor allen Dingen Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist echt top. So, dann habe ich einmal aussortiert. Ich habe wirklich nicht viel benutzt, aber ich mag das Ding überhaupt nicht. Das war auch mal, ich glaube, in der My Little Box drin gewesen. So ein Duschlappen da. Ich kann mich damit überhaupt nicht anfreunden. Also das Ding kommt weg, das hängt nur da. Das tropft dann ewig lange nach. Ist nicht so meins. So, dann habe ich hier nochmal eine After Sun Lotion von, oh Gott, kann man gar nicht lesen. Hille oder Lille? Lille Kanin? Hille oder Lille? Eine After Sun Lotion. Die war auf jeden Fall in einer Beautybox drin. Die war klasse. Die war richtig toll. Hätte ich gar nicht gedacht. Die zog schnell ein. Die roch angenehm. Und man hat so das pflegende Gefühl noch hinterher gemerkt. Also es war echt, echt der Hammer, dass ich das mal sage hier. Dass so eine Sun-Lotion oder After-Sun-Lotion so toll ist. Ich muss das unbedingt nicht vergessen, wie mega klasse die ist. Also finde ich echt schade, dass die schon leer ist. Also die war der Hammer. Dann habe ich hier noch einmal ein Conditioner von Ritual of Sakura mit dem Kirschblütenduft. Das Shampoo ist, glaube ich, schon leer gegangen. Ich habe jetzt einiges leer gemacht im Urlaub und habe den Müll mit nach Hause genommen, ja. Damit ich überhaupt was habe für das Video. Genau, also das war auch sehr, sehr toll. Riecht ja auch angenehm. Dann habe ich hier Monoi Kokomilch. Eine Bodylotion, riecht nach Kokosduft. War angenehm pflegend, hat mir gut gefallen. War auch in einer Beautybox drin gewesen. Dann hat man hier einmal Ritual of Samurai Sport. Ich glaube, das war so eine Art Männerduft. Habe ich trotzdem mitgenommen. Habe ich einfach in die Dusche gestellt. Mein Mann fand es jetzt nicht so toll, weil das so leicht erfrischend war. Das war ihm zu viel. Ich sagte, da friere ich ja beim Duschen. Ja, also habe ich das mit aufgebraucht. Ich fand den Duft okay und ich mag halt das frische Gefühl auf der Haut. Dann habe ich hier von Lanchester Sun Beauty Sublime Tan. Also mit Lichtschutzfaktor 15 habe ich mir auch auf den Körper geschmiert.
als Sonnenlotion dann zum Schluss. Und ich hatte das wirklich schon ewig lange, glaube 2 Jahre. Und ich dachte, das muss jetzt endlich mal alles raus. Dann habe ich hier eine Mascara von Hypoallergenic Great Lashes. Die war echt mega toll, auch in einer Box. Die hat ein Gummibürstchen. Es ist auch noch ein bisschen was drin, aber es ist jetzt schon langsam trocken. Also es geht schwieriger dran. Und ich dachte, ich mich jetzt noch länger quäle, nehme ich wieder eine neue und sortiere die aus. Also der trauere ich echt hinterher. Dann hatte ich hier noch ein Deo-Spray Persian Sunset von Avant. Oh, das war ein toller Duft. Das war ein toller Duft. Also ich muss sagen, von Avant, das Zeug, das riecht echt gut. Auch die Cremes, die ich jetzt habe ich eine Nachtcreme, die riecht auch so mega toll. Für die Haare habe ich was. Das ist alles so ein spezieller Duft, der mir echt gut gefällt. Dann habe ich aussortiert einmal ein Topcoat. Der ist schon so gelb. Boah, ich glaube, der war von Anfang an ein bisschen gelb. Aber nee, ist nicht. Ich habe so viel anderes Zeug. Jetzt kommt der Mist mal weg. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt oder so. Dann habe ich noch. Oh, hier ist noch ein Klecks drin, was ich leider nicht rausbekommen habe. Von Pyto. Ein Shampoo, das hatte ich auch im Urlaub benutzt, war echt toll, hat mir gut gefallen. Sehr schön schäumend, roch angenehm. War in Ordnung. Dann ist einmal Micellen Gesichtswasser von Avon leer gegangen. 400 Milliliter, das reicht natürlich ewig lange. Nimmt Make-up problemlos ab. Also ich nehme es halt zum Erfrischen vom Gesicht nach der Reinigung. Dann ist hier ein Raumduft leer gegangen. Das bestellt ja mein Mann immer mit. Ich habe ja schon 100 Mal gesagt, dass ich die Variante gar nicht so toll finde. Aber wie gesagt, bei den Männern redet man ja einfach vor die Wand. Ja, dann muss es halt die Dinge reinmachen und ich muss es ertragen. So, dann habe ich hier einmal Isana Wattepads. Ja, ich habe ja noch ein paar Swatches. Ich habe gerade ein Schminkvideo hinter mir. Mal sehen, wann das on ist von Gender X Beauty und Alicia Myrie. Die Palette habe ich jetzt endlich getestet. Also weiter geht's. Isana. Wattepads sind näher gegangen. Ja. Isana, dort wo ich bin, hole ich mir halt die Wattepads. Dann habe ich, oder meine Tochter hat aussortiert, ein Hydro Primer von Catrice. Der ist jetzt schon flüssig geworden, war wahrscheinlich auch zu warm. Ich sage, du musst das nicht bis ins letzte Detail ausdrücken. Ich sage, hau das Zeug doch einfach weg. Nimm dir von mir was. Ich habe so viel Gedöns. Ich habe jetzt meinen ausgemistet. No more red. So, ich habe hier den No more red. Prime and fine. Och, die Heizung, die nervt gerade. Die schraubt sich gerade hoch oder runter, keine Ahnung. Anti-Red Primer. Oh, der roch auch nicht mehr so ganz taufrisch, aber ich wollte ihn einfach mit aufbrauchen. Und wie gesagt, ich drücke es nicht bis ins letzte Detail aus. Er ist gut leer gegangen, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt wieder kaufen. Gibt es echt bessere. Dann habe ich hier von Altera Naturkosmetik ein Serum mit Bakuchiol. Mit Bakuchiol. Kann sich kein Mensch aussprechen hier. Aber das war toll. Das roch angenehm und es zog schnell ein. Das ist immer wichtig, dass eine Creme oder ein Serum richtig toll einzieht. Also wer da Interesse hat bei Naturkosmetik, echt gut. War auch in der Box drin gewesen. Dann ist wieder mal ein Deo-Roller leer gegangen. 5 in 1. Den kaufe ich auch immer wieder mit nach. Kostet so zwischen 50 und 60 Cent. Vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier noch 2 in 1 Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Wie gesagt, das hat meine Tochter jetzt mit leer gemacht. War aus dem Adventskalender. Es wird Zeit. Wir haben bald wieder Adventskalenderzeit. Ja. Dann haben wir hier noch Simply Delicate. Das ist die Intim-Seife-Lotion von Avon. Die ist auch mega toll. Kostet zwischen 3 und 5 €. Ist halt auch ergiebig, reicht wirklich lange. Und
Ja, hier waren 300 Milliliter drin. Ich glaube, ich habe die noch für 2,50 ergattert mal im Angebot. Also kaufe ich mir auch immer wieder mit nach. Dann haben wir mal ein paar Duschgels hier. Pharmaine Dark Passion. Nicht, dass ihr denkt, mein Mann duscht nicht. Jetzt kommen einige leer. Oh, hier ist noch was drin. Oh, wenn er das gewusst hätte, dass ja noch was drin ist bei seinem Fahr. Also, es riecht echt gut. Diesen, wie sagt man, riecht wie das von Fahr, das Noir, also Noir, Noir, genau. So das leicht nussige. Dann haben wir hier von Avon, nee, nicht von Avon, aber von Avon, das sieht so ähnlich aus. Von Dusch, das haben wir hier, Sports. Sehr erfrischendes Duschgel. Ich dachte immer, das war von Avon. So kann man sich täuschen, wie die Verpackungen ähnlich sind. Ja. So, dann habe ich noch einmal Männer Deo-Roller. Cool. Active Cool. Ja, was soll ich dazu sagen? 48 Stunden Frische. Und kaufe ich auch wieder nach. Dann ist eine schöne. Oh, hier ist auch noch was drin. Aber man kriegt das immer gar nicht so raus, alles. Eine Handseife Balea Chlor. Ich mag dieses Format. Das passt gut ins Gäste-WC. Und kaufe ich auch immer wieder mit. Also brauche ich auf jeden Fall wieder eine neue Gäste-Seife. Also Handseife. Dann ist leer gegangen einmal eine Handcreme von Avon mit Bananenduft. Den hatte ich auf Arbeit gehabt. Und ja, da hat jeder zugeschlagen, außer ich so ungefähr. Ne? Also da liegt Handcreme rum, da darf sich auch jeder bedienen. Ich habe mir jetzt eine neue mitgenommen mit Wassermelone. Aber die hat noch keiner benutzt. Mal sehen, was da meine Mädels dazu sagen. Dann habe ich hier ein Eau de Toilette Viret El Meur. Das war ein frischer Duft, würde ich mir allerdings jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Den Duft hatte ich von, oh, muss lügen, glaube von Nutino. Ich hatte da zugeschlagen, habe aber leider die drei Videos löschen müssen oder ich habe sie einfach gelöscht, weil da halt, man darf ja das böse D-Wort nicht mehr sagen oder riecht wie. Man darf hier gar nichts mehr sagen. Und ja, dann sieht das halt jetzt im Aufgebraucht. Ist echt schade, waren echt tolle Parfüms mit dabei. Und das ist eines von denen für 8 Euro. Ist ein sehr schöner, alltagstauglicher Duft. Aber weil ich hatte jetzt wirklich längere Zeit, ich würde nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Aber wie gesagt, das ist halt meine Erfahrung. So, dann habe ich noch ein bisschen Kleingedöns hier. Einmal von Catrice ein Days Liner hier. Da brennen mir jetzt die Augen. Also das habe ich wirklich schon ewig lange hier. Diesen kleinen Stift, den man jetzt hier so als Lidstrich machen kann, den muss ich aussortieren. Wie gesagt, mir dreht jetzt das Auge dabei. Dann habe ich noch ein Körperspray. Hair and Body Mist, ja genau, ein Haar- und Körperspray von Ritual. Das ist auch so ein toller Duft. Ritual of Meer. Oh, das riecht, das erinnert mich immer an Urlaub. Ich glaube, das Ding nehme ich jetzt noch zum Schnuppern mit auf Arbeit, wenn ich gestresst bin. Rieche ich da einfach dran und denke, ah, oh, Urlaub. Und dann ist er wieder, nicht träumen, nicht träumen. Ja, also würde ich auch wieder nachkaufen. Ist ein absolut ein Empfehlungsprodukt von mir. Dann habe ich hier endlich mal leer gemacht von Lancôme Hydro-Zen. Das ist eine Tagespflege gegen Anti-Stress und diese Creme war gut. Also da gibt es noch, das war ein Dreierpack gewesen, da war eine Augencreme dabei, ein Serum und diese Tagescreme. Und ich fand die immer so toll, wenn ich das so im Schnapper hatte, so für 15 Euro. Bei Douglas, ich hatte mir das aus Versehen, glaube ich, viermal bestellt, immer mal mitbestellt, bis ich dann dachte, Mensch, im Schrank stehen doch noch ein paar Päckchen und das ist jetzt endlich mal leer gegangen. Also auch echt toll. So, jetzt haben wir hier noch ein paar andere Gedöns mit Masken und sowas. Also, wir haben hier einmal aus dem Action die Binden. Für die Nacht etwas größer, dann haben wir hier die normalen, die kosten 65 Cent. Also die kann man echt
mitnehmen für das Geld. Ihr seht, wie die Verpackung aussieht. Ich sage nicht, welche Marke da vielleicht auch mit dahinter steckt. Ja, ihr wisst es garantiert, die Mädels unter uns. So, dann habe ich hier einmal. Oh, hier ist ja noch ein Pflegetuch drin. Wer hat denn da nicht aufgepasst? Egal. So, die Tücher nehme ich immer zum Toilettenreinigen. Jetzt gucke ich mal, dass ich meine Haut ein bisschen noch gereinigt kriege. Oh, ich glitzere ohne Ende. Ja, ein bisschen kriegt man weg. Es ist halt nicht mehr feucht. Es ist schon ausgetrocknet. Ja, also ich muss auf jeden Fall wieder Pflegetücher kaufen. Dann habe ich hier einmal die Bodentücher fürs Laminat. Die sind jetzt auch leer gegangen. Ich habe jetzt alles mit aufgebraucht. Die Tücher, da bin ich da nochmal so durchs Wohnzimmer geflogen. Und wie gesagt, ich habe es halt auch schon länger. Ich kann meinen nächsten Haul mal echt wieder richtig zuschlagen. Mal sehen, wo ich hingehe. Vielleicht mal wieder zu DM. So, dann habe ich hier noch ein paar Masken. Ein paar lustige Masken. Ja, mit diesem Schneemann aus dem Action. Pflege wahrscheinlich nicht wirklich viel, aber es sieht lustig aus. Dann haben wir hier noch eine Maske mit. Ach, hier ist sie gar noch drin. Die habe ich vor meinem Urlaub nämlich aufgemacht. Und ich muss euch jetzt mal so eine Maske zeigen. Also, ich setze sie jetzt nicht auf mein Gesicht. Aber es sieht halt immer lustig aus, wenn man die jetzt so aufsetzt. Hier, so sehen die aus. Und ich habe dann so einen Lappen auf mein Gesicht. Und als würde es mein Mann riechen, dass ich gerade so eine dämliche Maske aufhabe, kommt er rein und lacht sich einen ab. So, dann habe ich hier eine Sanozonmaske von Rossmann mit Aloe Vera. Die war natürlich schön, angenehm auf der Haut. Bisschen erfrischend, ja, und mit Hyaluronsäure. Das hat wirklich die Haut beruhigt nach dem Sonnenbad. Dann haben wir hier noch einmal von Carefree. Das waren so kleine Mini-Slip-Einlagen drin, hatte ich im Urlaub mit aufgebraucht. Sind auch echt toll, die sind richtig mega slim, richtig dünn. Dann hatte ich letztens erst dieses Schaumbad von Tetisept, also das macht wirklich richtig mega Schaum mit Passionsfrucht und weißem Pfirsich. Aber ich glaube, das hatten meine Kinder, mein Sohn zum Kindertag drin und sagt, Mama, das kannst du mit benutzen. Ja, okay, dann habe ich es halt benutzt. So, hier habe ich noch eine Manko Fruit Face Maske aus dem Action. Ja, sah auch so dämlich aus. Ja, da hatte ich ja solche Dinger dann im Gesicht. Und ja, wie gesagt, ob das jetzt so viel Pflege ergibt, kann ich gar nicht sagen. Dann haben wir hier einmal Badekristalle. Berry Love. Die waren, glaube ich, im Abverkauf. Für 30 oder 35 Cent hatte ich die bekommen. Die waren echt toll. Dann haben wir hier nochmal eine Camel Love Maske mit Cucumber Choice. Also mit Gurke und sowas. So, dann haben wir hier noch ein paar. Oh Gott, wo kommen die alle her? Menschenskinders. Auch Darmbinden von Facelle. Ich glaube, sind die aus dem Rossmann oder sind die. Ja, die sind aus dem Rossmann, genau. So, dann habe ich noch eine Schäbenstuchmaske. Also die sind natürlich echt der Hammer. Das sind für mich die. Der Mercedes unter den Tuchmasken sind die von Schäbens. Die sind echt toll und man merkt auch wirklich, die Pflege ist eine Empfehlung von mir und würde ich auch jederzeit wieder nachkaufen. Dann habe ich hier noch einmal Blütentraum, Badekristalle. Auch sehr toll nach Vanille und Himbeere. Nehme ich immer, wenn ich Haare wasche, mache ich mir solche Badekristalle rein. So, dann ist noch ein Streifen Isana Pickle Patches leer gegangen. So, das war mein Aufgebraucht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo. Schaut gerne meine anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, habt einen schönen Tag. Eure Karina.